Am Stadtrand von Mayen befindet sich die Schiefergrube Katzenberg. Seit rund 600 Jahren wird an dieser Stelle Schiefer gewonnen. In 220 Meter Tiefe unter Tage baut man den für seine Dauerhaftigkeit und Farbbeständigkeit bekannten Moselschiefer ab. Heute kommt von der Grube Katzenberg mehr als die Hälfte der gesamten deutschen Schieferproduktion. Der Abbau unter Tage hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Früher wurden Schieferblöcke durch Schrämen, Bohren und Sprengen gewonnen und dann per Hand mit Hammer und Barstkeil zerkleinert. Heute sägen elektrohydraulische Maschinen mit diamantbesetzten Sägeblättern die Schieferwand in Blöcke. Aus der Wand werden sie mit großen Barsthämmern gelöst. Die Maschinen nehmen den Bergleuten den größten Teil der früher sehr harten Arbeit ab. Mechanisierung und Automatisierung im Bergbau haben vielfältige Auswirkungen auf die Arbeitsplätze unter wie über Tage, ebenso auch auf die Förderung. Seit 1959 erfolgt die Schieferförderung durch einen Zentralschacht, der zwei ältere Schachtanlagen ersetzte. Maßgeblich für den Standort des Zentralschachtes waren möglichst kurze Transportwege sowohl unter Tage wie auch über Tage. Dies gilt insbesondere für die im Schieferbergbau reichlich anfallenden Berge, die Masse nicht brauchbaren Gesteins. Dafür musste eine einfache und kostengünstige Verkippung vorgesehen werden. Denn die Berge machen mit 90% den Hauptanteil der unter Tage bewegten Gesteinsmassen aus. Lediglich 10-12% kommen als verkaufsfähiger Dachschiefer auf den Markt. Der Zentralschacht wurde zwischen 1957 und 1959 aus bergbautechnischen Gründen von Untertage nach Übertage getrieben. Die Schachtröhre durchstößt in der Talsohle der Nette die Erdoberfläche. Da sich die übertägigen Anlagen zur Weiterverarbeitung auf der rund 40 Meter höher gelegenen Bergkuppe befinden, war es notwendig, den Schacht im letzten Bauabschnitt als Betonkonstruktion weiterzuführen. Bereits während der Bauzeit wurden um die Schachtröhre abschnittsweise Berge verfüllt. Den Abschluss der Betonkonstruktion bildete der 22 Meter hohe Betonförderturm. Die starre Schachtröhre hielt dem Druck der Schieferhalde nicht stand. Schon bald zeigten sich erste Risse in der Betonkonstruktion. Der Schacht neigte sich immer mehr talwärts und erreichte schließlich 1987 eine Schieflage von 1,50 Meter zur Lotrechten. Der Knickpunkt lag in der Lehmschicht, die sich 40 Meter unterhalb der Haldenoberfläche befindet. Da die Schieflage die Förderung zu beeinträchtigen drohte, war eine Sanierung der Schachtanlage unumgänglich. Dazu sollte der starre Betonschacht abschnittsweise bis zum Knickpunkt abgebrochen und durch ein Stahlfördergerüst ersetzt werden. Die Schieferförderung musste jedoch während der Bauarbeiten weiterlaufen. Dies war aus betriebswirtschaftlichen Gründen unabdingbar. Das Sanierungskonzept sah Folgendes vor. Um die Förderung aufrechtzuerhalten und am alten Betonschacht arbeiten zu können, muss in ausreichendem Abstand eine zweite Schachtröhre abgeteuft werden. Sie besteht aus 75 cm hohen Betonringen. Der Betonförderturm wird gesprengt, um ihn durch einen Stahlförderturm zu ersetzen. Die Grube wird vertieft. Weitere Ringe werden von oben nach unten eingezogen und die jeweils freigelegten Teile der alten Betonschachtröhre abschnittsweise abgebrochen und durch ein Stahlfördergerüst ersetzt. Das Stahlfördergerüst muss zunächst in derselben Schieflage wie die alte Betonschachtröhre eingebaut werden. Sobald der Knickpunkt in der Schachtröhre beseitigt ist, wird das Stahlfördergerüst in die Lotrechte verschoben. Die neue Schachtröhre besteht aus Spritzbetonringen, die, und das ist die Besonderheit, frei beweglich aufeinander liegen. Dies ermöglicht eine hohe Verformbarkeit der gesamten Röhre. Zwischenlagen aus Plastik, im Bild orangefarben gekennzeichnet, verringern die Reibung zwischen den Betonringen und ermöglichen eine Drainage. Gegenüber dem starren Betonschacht hat die flexible Röhre den Vorteil, dass der Druck der Halde auf einzelne Ringe wirkt, die nachgeben und sich verschieben können.
Das Stahlfördergerüst befindet sich in einem Schacht von 8,50 Meter Durchmesser. Dies gewährleistet, dass das Fördergerüst in den nächsten 50 Jahren auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn sich einzelne Ringe verschieben. Die Realisierung dieses Konzepts verlangte ein technisches Verfahren, das bisher im Bergbau noch nie erprobt wurde. Zunächst haben die Bauarbeiter eine 3 Meter tiefe Grube ringförmig um den Förderschacht ausgehoben. Die Schalung für den ersten Ring bildet einen Kreis mit einem lichten Durchmesser von 8,50 Meter. Auf eine äußere Schalung wird bewusst verzichtet. Dadurch erhält der Betonring eine besonders breite Basis und haftet besser in der Halde. Die Gefahr, dass sich der Ring absenkt, wenn er im nächsten Bauabschnitt teilweise unterhöhlt wird, verringert sich dadurch erheblich. Auf diesen breiten Basisring wird der oberste Ring aufgesetzt, der allerdings von beiden Seiten eingeschalt ist. Die Ständer für die Verankerungen des neuen Stahlförderturms sowie die Kanäle für die Versorgungsleitungen bleiben ausgespart. In regelmäßigen Abständen von etwa einem Meter sind Blechrohre eingelassen. Durch sie fließt der Beton für die tiefer liegenden Ringe 3 und 4. Die Förderung geht weiter. Für die Männer im und am Förderschacht bedeutet der Bau eine spürbare Umstellung und damit eine Erschwerung ihrer täglichen Arbeit. Mit dem dritten Ring beginnt nun der schrittweise Ausbau des Schachtes von oben nach unten. Der zweite Betonring war abschnittsweise um 50 cm unterhöhlt worden. In den Hohlraum montieren die Bauarbeiter eine innere und äußere Bewehrung aus Baustahlgewebematten. Während als äußere Begrenzung des neuen Betonrings die Halde dient, bringen die Bauarbeiter nach innen zu eine Verschalung an. Der Hohlraum wird danach mit Transportbeton ausgegossen. Vor dem Gießen des dritten Rings schieben die Arbeiter in die Blechrohre dünnere Plastikrohre. Sie sollen den Beton zu dem vierten Ring leiten, der später im gleichen Verfahren gegossen wird.
Rüttelflaschen dienen zur Verdichtung des Betons. Der Bau des dritten Ringes bedeutet eine entscheidende Phase. Verändern die Ringe ihre Lage, wenn sie unterhöhlt werden? Die beiden oberen Betonringe haben sich um weniger als einen Zentimeter gesetzt. Das Verfahren kann also fortgeführt werden. Der zweite Abschnitt der Sanierungsarbeiten beginnt. Die Förderung wird für eine Woche unterbrochen. Dennoch ist die Marktversorgung mit Moselschiefer sichergestellt. Die Belegschaft hat in Samstagsschichten vorgearbeitet. Die Lagerbestände reichen aus, um den Produktionsausfall zu überbrücken. Die benachbarte Moselschiefergrube Margareta ist für die zusätzliche Förderung vorbereitet, falls die Arbeiten länger als eine Woche dauern sollten. Vor der Sprengung müssen alle Einbauten im Förderturm demontiert werden. Die Arbeiter lassen die Förderkörbe nach unten und setzen sie 6 Meter unter der Transportebene fest. Die Förderkörbe sichern die Schachteinbauten bei der Sprengung des alten Turms. Monteure nehmen die beiden Förderseile ab und bauen die Seilscheiben aus. Sie kommen zur Ausbesserung in die Werkstatt. Unterdessen entsteht neben der Schachtanlage aus vorgefertigten Teilen der neue Stahlförderturm. So sieht's genug, oder was? Ja. Nimm den Nacken noch mal ganz klein auf. Für den Abbruch des alten Betonturms und die Errichtung des neuen Stahlförderturms sind 3 Tage vorgesehen. Nachdem die letzten Einbauten entfernt sind, kann das Sprengteam die Bohrlöcher anlegen. Der Sprengmeister lädt sie mit 1,4 Kilogramm des Sprengstoffes Ammongelit. Der Förderturm fällt genau in die vorausberechnete Richtung. Bagger und Hydraulikschere zerkleinern den alten Förderturm. Die fingerdicke Stahlbewehrung wird mit Schneidbrennern durchtrennt. Ja.
Die Sprengung hat tiefe Risse im oberen Teil des Betonschachts entstehen lassen, der abgebrochen werden soll. Die alten Förderkörbe werden durch neue ersetzt. Das Stahlfördergerüst hängt an zwei mächtigen Trägern, die auf dem obersten Betonring aufliegen. Monteure bauen aus vorgefertigten Teilen den ersten Abschnitt des Fördergerüstes. Ein Tieflader muss den inzwischen fertig montierten 30 Tonnen schweren Stahlförderturm zum Schacht bringen, da an dieser Stelle kein sicherer Stand für einen Kran zu erreichen war. Das eigentliche Fördergerüst im Turm befindet sich nicht in der Mitte, sondern seitlich versetzt. Meterlange Anker sorgen für einen festen Stand des Stahlförderturms auf dem obersten Betonring. Der Einbau von Förderplattform und Seilscheiben erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Monteuren und Kranführer. Die Produktion kann planmäßig eine Woche nach der Sprengung wieder anlaufen. Sie erfolgt auf der Vorderseite des Schachtes über eine Behelfsbrücke. Im dritten Bauabschnitt wird die Grube jede Woche um 3 Meter vertieft. Ein Kleinbagger lädt den Schieferschutt in einen Dumper, der das Haldenmaterial auf der Rückseite des Schachtes abgibt. Dort befördert ein Kran mit einem 2-Schalen-Greifer den Haldenschutt nach über Tage. Insgesamt wurden rund 2000 Kubikmeter Berge bewegt. Da Transportbeton in der jetzt erreichten Tiefe nicht mehr durch Rohre gegossen werden kann, verwenden die Bauarbeiter ab dem 5. Ring Spritzbeton, der lagenweise aufgebracht wird. Pro Woche verlängert sich der Schacht um 4 Ringe
von je 75 cm Höhe nach unten. Am Wochenende, wenn der Förderbetrieb ruht, soll der freigelegte Teil des alten Betonschachtes abgebrochen und durch ein Stahlfördergerüst ersetzt werden. Nach Ende der Spätschicht am Freitagabend beginnt ein Spezialteam mit der Arbeit. Elektrische Betonsägen, die auf Führungsschienen montiert sind, zerteilen den Schachtabschnitt in einzelne Blöcke. Diamantbesetzten Sägeblätter werden mit Wasser gekühlt. Um die Blöcke herauslösen zu können, wird am Kopf und am Fuß jeweils ein Loch gebohrt. Eine hydraulische Presse, die am Fußloch ansetzt, stemmt den beidseits aufgesägten Betonblock mit einem Druck von 1500 Bar aus der Schachtwand hoch. Die Kette ist straff angezogen, damit der Betonblock nicht herunterfällt. Die Arbeiter legen mit Presslufthämmern die Bewehrung frei und durchtrennen sie mit Schneidbrennern. Sie stehen auf den Förderkörben, die das Schachtloch absichern. Mit diesem Verfahren kann das Spezialteam in Tag- und Nachtschichten pro Wochenende jeweils 3 Meter des alten Betonschachtes abbrechen. Sobald ein Abschnitt entfernt ist, verlängern die Monteure das Stahlfördergerüst um weitere 3 Meter nach unten. Das Gerüst wird an den Betonschacht angeschlossen. Damit kann der Förderbetrieb während der Woche weitergehen. An den Gerüststreben werden Halterungen für die justierbaren Spindeln angebracht,
die das Fördergerüst in der Schiefstellung halten. Als letzte Arbeit bleibt der Einbau der Schutzgitter neben der Leiter, die für die Schachtinspektion, aber auch als Notausstieg vorgesehen ist. An 12 Wochenenden wiederholt sich dieses Verfahren, bis die alte Betonschachtröhre abgebrochen und das neue Stahlfördergerüst fertig ist. Diese Arbeitsorganisation ermöglicht, dass an den Werktagen der Schieferabbau weitergehen kann. Vierter Bauabschnitt. Das Stahlfördergerüst musste zunächst in derselben Schiefstellung wie die alte Betonschachtröhre eingebaut werden. Andernfalls wäre die Schieferförderung nicht mehr möglich gewesen. Nach Abbruch des alten Betonschachtes bis zum Knickpunkt kann nun das Stahlfördergerüst innerhalb des neuen Förderschachts in die Lotrechte verschoben werden. Hierzu haben die Arbeiter zunächst alle Spindeln gelöst. Schmierseife sichert eine bessere Gleitfähigkeit des Fördergerüstes auf den beiden Stahlträgern. Hydraulische Pressen sollen nun das Fördergerüst um insgesamt 1,50 Meter innerhalb der Schachtröhre verschieben. Kettenzüge korrigieren die seitliche Verschiebung. Höchste Präzision und Aufmerksamkeit sind aufzubringen, bis das neue Fördergerüst an der vorberechneten Stelle im Förderturm hängt. Der Verschiebevorgang dauert circa eine Stunde. Die vorbereitenden Arbeiten nahmen einen halben Tag in Anspruch. Die Spindeln, die das Fördergerüst in der zunächst erforderlichen Schieflage gehalten haben, können herausgenommen werden. 32, schon nicht laufen hier, bitte. Kommt doch früh hoch dran. Aber das machen, ne? Alles so. 32 Schlüssel. 32. Pass auf, davor hast du einen Klotz liegen. Der Förderturm erhält noch eine Verkleidung aus Trapezblechen zum Schutz gegen die Witterung. Die Sanierung der Schachtanlage Katzenberg ist damit abgeschlossen. Während des viermonatigen Umbaus standen die Förderräder lediglich an 8 Arbeitstagen still. Zur Erinnerung an den alten Betonschacht wurden 2 Blöcke von der Knickstelle aufgestellt. Im Zusammenhang mit der Sanierung wurde die Fördertechnik der Schachtanlage grundlegend modernisiert. Dies bringt eine wesentliche Arbeitserleichterung. Über Monitore verfolgt der Fördermaschinist das Geschehen im Maschinenhaus und am Füllort auf der 7. Sohle in 220 Meter Tiefe.
Über eine Fernsteuerung kann er die Anlage direkt vom Schacht aus bedienen. Eine automatische Abschubanlage drückt den vollen Wagen aus dem Förderkorb. Der Förderwagen rollt über eine schiefe Ebene in die Pufferungshalle. Diese sichert einen reibungslosen Materialfluss über Tage und schützt die Schieferblöcke gegen Frost. Eine Sprinkleranlage verhindert das Austrocknen. Denn nur im bergfeuchten Zustand lassen sich die Steine spalten. Exakt nach einem für das Projekt erstellten Netzplan wurden die Bauarbeiten zum Fest der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, abgeschlossen. Mit der Sanierung des Förderschachtes ist die Moselschieferproduktion der Grube Katzenberg für eine lange Zukunft gesichert.